Hallo allerseits, da bin ich nun zurück. Wie angekündigt beim letzten Mal, bei meinem letzten Pleitenvideo, sagte ich ja schon, dass ich hier was machen muss an meinem Hinterrad, weil ich ja diese seltsamen Geräusche habe. Ich habe jetzt vorgesorgt, prophylaktisch habe ich bestellt diesen Satz Zahnrädern, ein bisschen ordentliches, vernünftiges Fett und dann zum Zumachen wieder dieses Dirco HT. Das ist dann Hochtemperatur-Silikon. Gut, ich mache das zum ersten Mal und bin der Ansicht, dass ich den Zahnkranz gar nicht abbauen brauche, weil ich nämlich diese ganze Schose hier nach oben rausziehe. Also höchstens noch hier diese Mutter runter und dann müsste das eigentlich funktionieren nach meinem Dafürhalten. Also dann ran mit dem Werkzeug. Die letzte. Also ist eigentlich nur der Kleber zu überwinden, der jetzt hier drin ist. Ja, siehst du. Und hier sieht man es schon. Genau. Und hier haben wir jetzt schon den Motor eigentlich so gut wie draußen. Sehr gut. So, das ist der Motor hier, der gute. Und jetzt ziehen wir den Rest raus. Ja. Zack. Und da ist das gute Stück. Mehr war da eigentlich nicht. So, also wie gesagt, der Zahnkranz, der braucht hier nicht unbedingt abgebaut werden. Das kann man sich sparen. So, jetzt gucken wir mal, ob das Ding Karies hat. Sieht eigentlich nicht übel aus, oder? Also auf dem ersten Blick ist alles in Ordnung, wie mir scheint. Wir können es ja zerlegen, wenn wir das wollen. Ist hier noch irgendwas zu beachten? Hier sollen noch Scheiben zwischen sein. Aber. Also zu meinem Schadensbild gab es ja ein paar Reaktionen aus der Gruppe bei Facebook, die da lauteten, dass es eventuell an einem verschmutzten Pedalsensor liegen könnte oder das Motorkabel nicht richtig festgemacht sein soll. Hier haben wir es. Ich muss sagen, ich hatte das als erstes getestet. Und das Motorkabel war tatsächlich, also hier diese Rändelmutter hier, die war tatsächlich nicht festgeschraubt. Nee, das sind nur Streifen, oder hier? Ist ja was? Wie sieht das aus hier? Was ist das? Oh, das ist nur Dreck. Das sah jetzt echt aus wie eine Beschädigung, aber es hat sich jetzt bloß irgendwie das Fett so ein bisschen gezogen, dass ich dachte, es sei ein Riss oder so. Ich habe jetzt hier wirklich nichts dran. Hier ist, nee, das sind wirklich nur Fettspuren, aber keinerlei, auch hier so, das täuscht, keinerlei Risse oder so. Ich muss ja dazu sagen, ich bin nicht der allzu schwerste Mensch. Mit meinen 80 Kilo und ein bisschen Gepäck überlaste ich ja dieses Fahrrad ja auch nicht, obwohl ich ja gerne abseits der Straße unterwegs bin. Ebenfalls rein vorsorglich hatte ich mir diesen 3-Klauen-Abzieher bestellt. So sieht er aus. Tja, wenn ich die nun nicht brauche, was mache ich denn damit dem? Könnte ich höchstens Hausgeburten machen. Baue ich das nun ab, ziehe ich das jetzt runter? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wenn ich es einmal auseinander habe, wäre es vielleicht taktisch klug. Ist noch alles neu, hier geht da übel schwer hier. Boah. Na, guck an. Hey. Aber wir haben es, ja, wir sind hier ja nicht wie bei armen Leuten. Wir werden ja mal ein bisschen Fett dran machen und mal gucken, ob sich das auswirkt. Also wenn die Evolution nicht versagt hätte, hätte man einen dritten Arm. Dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher. Jetzt versuche ich das einfach mal so zu testen, ob ich das abkriege. Diese Scheibe hier, aber irgendwas tut sich hier, wie es aussieht. Ja, es hat geknackt und wir ziehen jetzt einfach mal diese Scheibe runter, auf der die Planetenräder festgetackert sind. Sehr gut, super. Also hat sich schon mal bezahlt gemacht. Die Wangen hier, die sind ein bisschen zu stark. Bin ich gerade so drunter gekommen, unter dem Rand hier.
Aber wie gesagt, bleibt in meinem Besitz. So, jetzt gucken wir uns mal die Räder nochmal richtig an. Aha. Hier haben wir noch einen Keil, wahrscheinlich hier für die Welle. Genau. Den müssen wir wieder mit einbringen. Der kommt hier rein. Genau, also hier ist jetzt eine Nut. Und dann kommt hier eben dieser kleine Keil rein. Und das ist dann wichtig hier, dass sich die ganze Sache dann ordentlich mitnimmt. So, jetzt sehen wir nochmal die Zahnräder in ihrer vollen Pracht. Und ich muss sagen, hier ist alles in Ordnung. Hier ist nichts, was kaputt wäre, was man bemängeln müsste. Alles wunderbar. Ich werde das jetzt mal reinigen und neu einfetten und wieder zusammenbauen. Mehr kann ich gar nicht machen. Ich werde die auch gar nicht wechseln. Wozu? Aus Quatsch machen wir das nicht. Jetzt gucken wir uns nochmal das Rad an. Gucken jetzt hier rein, ob hier alles vollzählig ist oder ob wir dieses Teil zum Zahnarzt schicken müssen. Nein, das ist auch alles ohne Befund. Hier gibt es keinen Grund zum Meckern. Also von der Seite her ist alles IO. So, jetzt habe ich das so einigermaßen sauber gemacht und bin der Ansicht, dass das alles so wunderbar weitergehen kann. Jetzt werde ich hier mit Lithiumfett neu einfetten. So ein bisschen einmoddern. Sieht das doch schon mal recht ordentlich aus. Wichtig ist eben, dass jetzt hier der Motor nicht beleidigt wird mit Fett, dass das jetzt zu siffig wird hier. Eine schleimige Angelegenheit. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen was ran von dem neuen. Das habe ich auch alles nur nicht ganz astrein sauber gemacht, aber vom alten Fett befreit. Auf jeden Fall. So, wir werden sehen, wenn ich unterwegs liegen bleibe aufgrund von Verfettung. So, und jetzt haben wir hier eben noch den Außenkranz des Planetengetriebes. Ja, und dann wird das jetzt hier nochmal leicht einmassiert. Also so viel Fett war auch vorher nicht drin. So, es bekommt hier der Deckel noch die Abdichtung. Es war jetzt Hochleistungssilikon, sprich einsetzbar bei hohen Temperaturen, aber ist das jetzt wirklich wichtig, notwendig? Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Aber wir machen das ordentlich fest, wie sich das jetzt hier gehört. Mache eine kleine Nase hier. So. Umlaufend. Na, dann haben wir das doch schon mal einbalsamiert. Ist das jetzt umlaufend geschehen? Hier gibt es noch was zu verbessern. So, hier so. Ja. Wir sind soweit. Wir werden jetzt hier die Hochzeit vornehmen. Und zwar den Reifen haben wir hier, das Rad. Hier ist alles okay. Das gefällt mir ganz gut. Wir werden das jetzt mal miteinander verbinden. So. Und zwar. Ach, hier sind die Scheiben, die ich gesucht habe. Die lagen jetzt hier in der Narbe. Also die beiden Abstandscheiben, die ja immer drin sein sollen, konnten gefunden werden. So, jetzt rein mit. Zack. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier am besten passt. Jetzt werde ich mal die olle Mistpappe wegnehmen hier. Zack. So, meine Lieben, das sieht doch schon ganz vernünftig aus, so. Jetzt habe ich hier das so sauber gemacht, dass ich der Meinung bin, das ist okay so. Ein Fahrrad und insbesondere dieses hier ist immer noch ein Gebrauchsgegenstand. Wollen wir es mal nicht übertreiben? Was kann ich summa summarum sagen? Also die ganze Geschichte hier ist relativ simpel zu bewerkstelligen. Es ist jetzt so, wie ich gemerkt habe, dass wir jetzt hier nicht den Zahnkranz abnehmen müssen. Das können wir uns sparen. Also ich habe den Eindruck,
dass es gar etwas leiser ist. Es war irgendwie sonst immer so, weiß ich nicht, was für die Geräusche das waren, so ein bisschen rasseln da irgendwie. Ja. Gut vorstellbar, dass ich den noch mal zerlegen muss. Muss ich mal sehen. Also der Motor ist eindeutig ruhiger geworden. Puh. Ja, was gibt es nun als Fazit zu berichten? Ich muss sagen, die Angelegenheit hat sich einfacher gestaltet als ursprünglich gedacht. Es war eigentlich nicht mehr als ein besserer Schlauchwechsel am Hinterrad. Das Video mit der Probefahrt ist in Arbeit und wird zeitnah nachgereicht. Bis dahin und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.